Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Matsalsa. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was macht Dosh hier mitten in der Pampa? Und wieso ist er ein Tintenfisch und... wieso sind hier zwei Tintenfische? Und wieso laufe ich mit diesem Equip rum? Naja, es gab da ein klitzekleines Problemchen, das zu einem riesengroßen Problemchen geworden ist. Und zwar haben wir eine neue Map. Und das ist unsere neue Gegend. Also erstmal willkommen quasi so indirekt von meiner Staffel, würde ich sagen. Ja, das war jetzt alles ein bisschen sehr doof. Aber was willst du machen? Und zwar hatten wir das Problem, dass Sigurin und ein paar andere nicht mehr auf den Server drauf kamen, weil es da ID-Konflikte gab, weil wegen Mods und Schlag mich tot. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt aber auch nicht wirklich direkt bei Null an. Also so ein bisschen Zeug haben wir noch. Wir haben hier noch ein bisschen was zu essen bekommen vom Sigurin und ein Golden Bag of Holding mit unseren Sachen, die wir größtenteils hatten. Das war mir eigentlich so das Wichtigste. Redstone Furnace und so weiter kommt auch noch. Muss dann mal Sigurin darauf ansprechen, dass ich die Endothermic Pump wieder kriege. Weil die war mir dann doch noch wichtig, dass wir schon mal so ein bisschen Energie haben. Aber naja. Ja, leckt teilweise auch noch ein bisschen, ist ein bisschen blöd jetzt hier alles, weil Vishu ist auch noch auf dem Server, die sucht sich gerade. Korrigiere, sie war auf dem Server. Weil, wie gesagt, Vishu sucht sich auch gerade auch noch eine neue Gegend. Ja, aber ich muss jetzt auch aufnehmen, weil ich habe keine Folgen mehr. Und da ich heute meinen freien Tag habe, glücklicherweise dank eines Lehrerausflugs, ist so ziemlich heute der perfekte Tag dafür. Und wir werden auch dieses Mal nicht den Turm von letztens weiterbauen. Nein, wir werden was anderes machen. Und zwar würde ich mir gerne hier so eine kleine Villa hinbauen. Was hat sich da bewegt? Auch ein Schorf. Ja, ich habe gerade schon ein paar Wahnvorstellungen, weil wie man mal hier so schön im Chat sieht, ich bin eben von einem Zombie geklatscht worden. Aber naja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal hier so kleinen, ganz klitzekleine Grundaufbau, dass wir schon mal so eine Platte haben. Formen dafür mal den einen oder anderen Baum. Ach, das ist Dark Oakwood. Ich will aber normales Oakwood. Ich will aber Frikadellen haben. So. Es ist zwar ein bisschen blöd, dass wir mal quasi bei... Naja, 0 ist es ja nicht wirklich. Dass wir bei 10% wieder anfangen dürfen, aber was willst du machen? Es ist ein Modpack, es kann Fehler geben. Ich meine, ihr könnt ja von Glück reden, dass ihr es nur gucken müsst. Oh, diese Legs. Ja. Oh. Ja. So muss ein Let's Play funktionieren. Vielleicht kriegen wir irgendwann sogar mal ein bisschen Holz. Ich fürchte, das wird aber leider diesen Pass so weitergehen. Also, Leute, es tut mir wirklich leid, wenn heute es wirklich mal ein bisschen sehr langweilig wird, vom Verlegen oder nervig oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin beim Abitur, es ist der einzige Tag, wo ich heute nochmal was aufnehmen konnte und ich kann jetzt auch nicht wie Schuh bitten, ey, verpiss dich mal vom Server. Dann habe ich A wieder bei ihr verkackt. Und B.
Die, wird ja auch denken, was ist denn das für ein Arschloch? Okay. Die kennt mich auch schon ein bisschen länger, also die weiß, was ich für ein Arschloch bin. Also so ist es ja jetzt mal nicht. Ich baue jetzt hier mal gerade nur was so ganz Provisorisches auf. Mach mal schon mal den Boden soweit fertig. Den würde ich gerne aus Birke machen. Den werde ich aber auf jeden Fall dann später wieder rausrupfen, weil ich würde den gerne mal ein bisschen verändern. Ich glaube, ich werde es echt so machen, dass ich heute nur mal ein Part aufnehmen werde. Dann werde ich euch schon mal sagen können, dass es dann die vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen mal leider keine Folge geben wird. Es sei denn, ich komme noch zum Aufnehmen, aber das werdet ihr ja dann sehen. Ja, gerade dreimal den gleichen Baum abgeholzt. Können wir vielleicht sogar noch? Nein, können wir nicht. Ah, juhu, das ist gerade so schön. Jupp. Hat du auch einen Timeout? So, können wir es jetzt? Jupp. Einmal die Schaufel. Ah, okay, waren wir nicht alleine. Läuft bei uns. Ach, das sind die Pneumatic Craft. Da kann man vielleicht mal hier doch auch so ein bisschen, schon mal ein bisschen ebener hier machen. Weil ich würde das ganz gerne so eine kleine Ebene wieder haben. Ach Leute. Leute, ich weiß, das ist gerade echt nicht schön anzuschauen, aber ich muss es gerade zocken. Und für mich ist es noch herzlicher. Aber naja. Aber ich finde, wir haben auch hier eine schöne große Ebene für Witchery wieder. Blood Magic muss man mal schauen, das werde ich wohl dann wirklich unterirdisch machen müssen. Weil ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hier die Monsterfalle Ananas hin reinhauen könnte. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht mache ich auch diesmal ein unterirdisches Genlabor und so weiter. Nehmen wir die Erde auch noch mit. So. Wow, 1,5-6 Erde schon, Wahnsinn. Ist ja unbeglaublich. Einmal schlachten. Rufen wir hier mal das Clay raus. Ich muss ja gerade ganz ehrlich mein Dia-Werkzeug. Naja, wollen wir mal hier den
Boah, Calamari. Können wir vielleicht sogar einen Clay Bucket machen? Das wäre schon mal richtig Porno. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so einen kleinen Grundaufbau. So. Schöner Birkenboden. Gut, dann holen wir uns jetzt noch mal. Oh, hier ist Kupfer. Und dann alles mitnehmen, was wir haben. Ich werde dann auch mal schauen, dass ich so schnell wie möglich wieder in den Nether komme, damit wir wieder die Energie haben. Okay, das reicht schon mal für den Ofen. Das wäre aber auch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um wieder auf eine andere Energie, auf einen anderen Mod zu gehen. Vielleicht gehen wir auch diesmal auf Formel. Wir gehen auch diesmal auf Formel Expansion. Nee, aber vielleicht könnten wir auch mal auf gibt's einen Claybrücken nicht? Ah, weiß ich, die Buckets gibt's ein Bucket Head, ja. Es gibt echt nur Simon der Bucket, okay. Okay. Okay, aber Leute, schreibt mir dann mal, worauf habt ihr eher Bock? Hättet ihr wieder Bock auf Expansion Erzverarbeitung oder eher auf einen anderen Mod, Industrial Craft, ich weiß nicht, ob Primatic Craft auch eine Erzverarbeitung hat. Schauen wir einfach mal gerade, was gibt es denn noch für Erzverarbeitungen? Ah, oh, 26 hat keine. Nein. Wobbles? Okay. Ich weiß gerade gar nicht, hat Bildkraft eine? Ich glaube nicht. Nee. Bad Reactors ist wieder dabei, können wir auch eine machen. Botania werden wir bestimmt auch mal drauf gehen, aber da würde ich erstmal warten, bis der liebe Sigurin ein bisschen damit was weiter ist, oder sagt, fährt. Fertig, keine Ahnung, weil ich will den jetzt nicht noch den Mod klauen. Computercraft, ja okay, ist so eine Sache. Electrical Age muss ich mich mal reinlesen. Ender.io könnten wir auf jeden Fall machen, würde ich auch gerne wieder machen. Factorize. Was erwartet, Leute? Ich glaube, wir machen sogar mal die Factorization Erzverarbeitung. Schalten wir mal dazu aus rein. Ja. Factorization. Geht das? Jawohl. Kristallin Gold. Ja. Lacerator durch die Iron Gravel. Gut. Ah. Sind wir wieder drauf. Wow. Okay.
Sieht ja schon mal interessant aus. Was gibt's denn noch? Growthcraft, können wir vielleicht auch nochmal was machen. Ja, IC2, wer es jetzt nicht kennt. Ah, okay. Growth 2. Also, wer es nicht kennt, also sollte eigentlich einer der bekanntesten Mods sein. Kann hier so einen Generatoren bauen. Kann einen Reaktor bauen, kann auf Solarpaneele gehen. Nuklearreaktor. Wow. Ich merke gerade, ich habe echt so gut wie gar nicht mit den Atomreaktoren gebaut. Vielleicht können wir da mal was ändern. Ja, es gibt dann halt auch sehr die ganzen Kulanz und Construction Form. Das fehlt TNT und die Neo gibt's da. Erzverarbeitung geht halt über, mal schauen, was ich gerade hier finde. Ja, hier Ofen. Macerator ist der, wo man die Erze zerteilen kann. Extractor, man kriegt mehr Gummi aus den Rubber Trees. Da kann man hier das Cuisine ernten und da, wenn man die in den Ofen schmeißt, kriegt man einen Rubber. Oder wenn man sie in den Extractor schmeißt, kriegt man drei Rubber. Ja, ist recht cool der Mod. Wird aber meiner Meinung nach viel zu oft benutzt. Aber wenn ihr es mal sehen wollt, mir egal. Was haben wir denn noch? Mechanismen. Sollte auch bekannt sein aus dem RWT. Also Mechanism ist so ein, auch so ein richtig cooler Mod. Gibt halt die Enrichment Chamber, Osmium Kompressor, Combiner, Crusher. Digital Miner ist ein sehr cooles Teil. Kann ich mal hier zeigen. A highly advanced filter based Automider that can mine whatever block you tell it to within a 32 Block Maximum Radius. Also kurz übersetzt, das ist eine Query und die holen uns nur die Sachen raus, die wir wollen. Ja, die Erzverarbeitung ist halt wirklich auch so sehr chemisch basiert. Also es gibt hier verschiedene Gase. Warte, was war das? Rotary Condensator, okay. Hat auch ein eigenes Jetpack, aber ich glaube, das werden wir dann nicht brauchen. Wenn ihr das auch nochmal sehen wollt, sagt auch nochmal Bescheid. Warte, zum Henkers Mantel. Okay. Ich weiß gar nicht, ob Mavic Culture jetzt auch noch eine Erzverarbeitung hat. Mein Factory Reloaded könnten wir auch nochmal was machen. Pneumatic Craft schaut mir wie gesagt nochmal an. Redstone Arsenal, Salt Shot Beacon. Thermal Expansion. Ja, Witcher wird eigentlich keine Erzverarbeitung. Tinkers Constructor werden auf jeden Fall was machen. Was war denn das jetzt hier heute? Ah, Lunchbox. Lege ich mal gerade schlafen. Wie die Lunchbox gemacht wird. Oder erstmal der Lunchback. Oh, drei Papier an die Lunchbox. Okay. Schauen wir mal, wir haben ja hier vorne auch schon so ein bisschen Sugarrohr angebaut. Also es ist ja für mich so ein bisschen schwierig zu gucken, was wollt ihr jetzt sehen? Wie soll ich jetzt weitermachen und so weiter?
Und da würde ich euch echt mal bitten, wenn ihr dieses Mal wirklich mal in die Kommentare schreibt. Ich habe ja schon oft genug gebittet, aber dieses Mal bitte ich euch wirklich. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier schon mal so ein bisschen planieren, damit ich hier so ein bisschen bauen kann. Das wird dann jetzt auch erstmal die letzte Folge für heute sein für mich. Wie gesagt, verzeiht es mir bitte, wenn mal keine Folge kommt, aber ich muss erstmal hier wieder komplett klarkommen. Und auch schulisch, wir haben jetzt heute den 25.09. Also am morgigen Tag, das ist der Freitag, der 26.09. Ich schreibe da schon direkt wieder zwei Klausuren. Bin dann am Wochenende nochmal weg und darf da auch nochmal lernen. Wen es interessiert, ich schreibe morgen nochmal Wirtschaftslehre. Schade, keine Fleder. Ach nein, da muss ich nochmal mit Sigrid sprechen, dass ich nochmal die Fledermauswolle und die Hundezunge wieder bekomme. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut dann auch nochmal beim Sigurin vorbei, da dem wird es auch nochmal neu angefangen geben. Und ich würde sagen, sehen wir uns am nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Minecraft Mod Salsa 2.0. Bis dahin, tschö!